Weiter geht's bei Wuselgusel mit einer sehr langen Mauer, dem höchsten Bauwerk Deutschlands und einem Fahrstuhl, der mitten durch ein Aquarium fährt. Das alles gab es und gibt es in Berlin. Und um diese Stadt besser zu verstehen, brauchen wir Hilfe. Den Berlinomaten 3001. Wow. Ich habe ihn mit allen Daten gefüttert, die ich über Berlin finden konnte. Er redet sogar wie ein Berliner. Ach. Na, jetzt mehr Flitzpiepen? Berlinomat, was kannst du denn so? Ich kann alle, was mich der blaue Hund beigebracht hat. Ich bin doch kein Hund. Wusel, solche Sprüche sind nicht so gemeint. Berliner sind bekannt für ihren etwas raueren Humor. Und wofür bist du bekannt, du Flöte? Für Dauergrinsen und karierte Hemden oder was? Sag mal, kann dein Berlinomat auch was anderes als uns beleidigen? Ja, er kann uns typische Berliner Sachen zeigen. Berlinomat, was gibt's denn in Berlin so zu essen? Ja, Hundefutter hält nicht auf Lager. Ich bin kein Hund. Ich hätte gerne eine typisch Berliner Süßspeise. Gehen Sie einen Schritt zurück, kommt sofort. Bitte schön, das ist ein Pfannkuchen. Lecker. Was? Das Ding heißt doch Berliner. Wie heißt du, Bello? Ich bin kein Hund! Wusel, beruhig dich. Dieses Gebäck hier hat tatsächlich ganz viele verschiedene Namen. Je nachdem, wo du gerade bist, sagt man Krapfen, Kreppel oder Berliner. Und in Berlin heißt es eben Pfannkuchen. Ganz genau. Hör auf dein Herrchen. Du... Entweder du hast jetzt noch eine Info über die Stadt Berlin oder ich schalte dich ab. Ist gut. Also, in Berlin leben fast 100.000 Hunde. Wie viele davon blau sind, weiß ich aber nicht. Wusel! Hier. Oh. Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands. Es ist auch die größte Stadt des Landes. Fast 3,5 Millionen Menschen leben hier. Berlin ist riesig und es gibt unglaublich viel zu entdecken und anzuschauen. Das Brandenburger Tor, den Fernsehturm, ein Fahrstuhl durch ein Aquarium, Essen aus aller Welt und sogar ein Schwimmbad auf der Spree. Das ist der Fluss, der durch Berlin fließt. Im Sommer kann man darauf mit Ausflugsbooten oder Kanus quer durch die ganze Stadt fahren. Doch Berlin war nicht immer so groß. Die Stadt wurde vor ungefähr 800 Jahren gegründet. Zu dieser Zeit war die Gegend ganz schön unsicher, oft griffen Raubritter an. Damals gab es auch noch zwei kleine Städte, Berlin und Köln, links und rechts des Flusses Spree. Einige Jahre später schlossen die sich dann zu Berlin zusammen, um sich besser gegen Überfälle zu schützen. Das Köln von Berlin hat übrigens nichts mit der Domstadt am Rhein zu tun. Das lateinische Wort Colonia bedeutet einfach Siedlung. Und woher kommt der Name Berlin? Wahrscheinlich stammt er von einem alten Wort für Sumpfstadt ab. Denn Berlin ist tatsächlich auf ziemlich sumpfigem Untergrund gebaut. Der Boden ist sandig und man stößt schnell auf Grundwasser. Deswegen gibt es in Berlin auch nur wenige hohe Gebäude. Der hohe Grundwasserspiegel hat aber auch Vorteile. Wer Lust auf Baden hat, kann in einen der 3000 Seen springen, die es in und um Berlin gibt. Wusel hat eine ziemlich unfreundliche Maschine erfunden. Haha, aber ich habe ihn repariert. Hallo, neuer Berlinomat 3001. Na, wenn das nicht der Wusel und sein Freund Bini sind, ich finde euch voll Knorke. Das klingt doch schon viel besser. Berlinomat, sag mal, was kann man denn in Berlin so machen? Kultur zum Beispiel. Na, ins Theater gehen zum Bleistift. Eine sehr gute Idee. In Berlin gibt es 4 Opernhäuser und fast 150 Theater. Mehr als in jeder anderen deutschen Stadt. Momentchen mal. Vorschlag, wir spülen jetzt hier Theater. Das wird voll Bombe. Wusel darf der Schauspieler sein, musst du nicht so kicken, das kannst du schon. Hm. Naja. Und hier ist das Publikum. Okay. Berlin ist bekannt für seine äußerst moderne Theaterlandschaft. Die Stücke haben aber meistens nicht mehr viel damit zu tun, dass Schauspieler auf der Bühne eine Geschichte vorspielen, sondern seht selbst. Ich bin laut. Ich bin leise. Oh! Bravo, Tina, bravo!
sollte das denn? Hast du es denn nicht verstanden? Wusel hat die Stadt Berlin dargestellt. Das kann da ganz laut und ganz leise sein. Ja, und der Fisch? Ah, er hat es nicht verstanden. Ich zeig's dir doch mal. Doch, ich hab's verstanden. In Berlin gibt es manche Sachen doppelt. Zum Beispiel zwei Zoos. Das hat einen einfachen Grund. Bis 1989 war die Stadt in zwei Hälften geteilt, Ost- und West-Berlin. Warum war das so? Es begann mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Deutschland hatte diesen schlimmen Krieg angefangen und 1945 verloren. Die Sieger teilten Deutschland und Berlin in mehrere Zonen ein, die sie kontrollierten. So wollten sie verhindern, dass Deutschland wieder einen Krieg anfängt. Aus den Zonen wurden dann zwei Länder, Ost- und Westdeutschland. Und Berlin lag mitten im Osten, wurde aber auch in West und Ost aufgeteilt. 1949 gründete sich im Westen die Bundesrepublik Deutschland und im Osten die DDR, Deutsche Demokratische Republik. Doch viele Menschen in der DDR waren unzufrieden mit ihrem Land. Sie durften nicht frei reisen, nicht ihre Meinung sagen und in den Geschäften gab es viele Dinge nicht zu kaufen. Deshalb wollten sie lieber im Westen leben. Sie packten ihre Koffer und gingen weg. Das mochte die Regierung in Ost-Berlin überhaupt nicht und baute eine Mauer. Einmal komplett um West-Berlin. Und zog eine undurchlässige Grenze durch ganz Deutschland. Es gab sogar den Befehl, auf Flüchtlinge zu schießen. Diese Mauer stand 28 Jahre. Im Jahr 1989 protestierten immer mehr Menschen gegen die Mauer. Es waren schließlich so viele, dass die DDR-Regierung nicht dagegen ankam. Am 9. November 1989 fiel die Mauer. Die Menschen in Ost-Berlin und in der ganzen DDR waren frei. Und schon ein Jahr später wurde aus Ost- und Westdeutschland wieder ein vereinigtes Deutschland. Reste der Mauer stehen noch heute in Berlin, aber nur als Denkmal. Wusel hat den Berlinomaten 3001 erfunden, der uns durch das Thema Berlin führt. Wie kann ich den, Mister? Wie wär's denn mit etwas ruhigem? Aufregendem? Nicht alle auf einmal. Erstmal was ruhig. Oh, Picknick! Das finde ich super. Och, langweilig. Berlin ist eine der grünsten Städte Europas, denn dort gibt es jede Menge Grünflächen und Parks. Och, ja. Berlinomat, ich wollte was Aufregendes. Kommt sofort. Oh. Einer der größten Parks ist der große Tiergarten. Den hat der Kurfürst von Brandenburg vor etwa 500 Jahren anlegen lassen, um dort Tiere jagen zu können. Inzwischen ist das aber ein ganz normaler Park, in dem die Berliner spazieren gehen können oder joggen. Hey! Also... Hey, Berlinomat! Beni hat meine Musik ausgemacht! Was soll denn das? Na, weil Wusel mein Picknick stört. Ja, das macht ja mal schön bei euch aus. Och, komm schon, Beni. Berlin ist die Musikstadt Deutschlands. Da gibt es ganz viele Clubs, ganz viele Bands und mehrere klassische Orchester. Die Berliner Philharmoniker zum Beispiel. Na gut, Wusel, du hast recht. Musik wieder an. Etwa 12 Millionen Touristen kommen jedes Jahr nach Berlin. Viele beginnen ihren Besuch auf dem Fernsehturm. Der ist 368 Meter hoch und damit das höchste Bauwerk Deutschlands. Von seiner Kuppel hat man einen Blick über die gesamte Stadt. Gleich in der Nähe gibt es etwas Einmaliges. Ein Fahrstuhl fährt durch ein großes Aquarium. Das ist wie Tauchen, ohne nass zu werden. Wer in Berlin exotische Tiere sehen will, der hat die Wahl. Entweder er geht in den Zoo oder in den Tierpark. Aber auch sonst können Berlin-Besucher überall in der Stadt Tiere entdecken. Füchse, Eichhörnchen, Waschbären und Wildschweine zum Beispiel. Sie haben sich an das Großstadtleben angepasst. Im Naturkundemuseum gibt es keine lebenden Tiere, dafür aber Skelette von echten Dinosauriern. Sogar das größte Dinoskelett weltweit, ein Brachiosaurus. Und wer von dem vielen Anschauen Hunger bekommt, in Berlin gibt es Essen aus aller Welt. Japanisch, Deutsch, Türkisch, Afrikanisch, Thailändisch, Russisch und natürlich das Berliner Essen schlechthin,
Die Currywurst. Wusel hat den Berlinomaten gerammt. Und Wusel, ist da noch was zu retten? Hoffentlich. Berlinomat? Berlin, du bist so wunderbar. Berlin gibt es seit etwa 800 Jahren. Für 28 Jahre war die Stadt durch eine lange Mauer in Ost- und West-Berlin geteilt. Heute ist Berlin wieder die Hauptstadt Deutschlands und damit auch der Sitz der Bundesregierung. Du Wusel? Was? Berliner Flughafeneröffnung im Jahr 2012, 13, 14, 15, 16. Wusel, wir haben noch gar nichts über die Bundesregierung erzählt. So, jetzt müsste er wieder funktionieren. Stimmt. Berlinomat, wer regiert in Berlin? Na, wer wohl? Pass mal auf. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, lieber Beni, wenn eine Folge Wuselgusel zu Ende geht, ist das für alle Menschen in unserem Land eine schwere Zeit. Halten Sie durch, bis zur nächsten Folge. Für die Wissenschaft. Danke. Ihre Wusela Merkel. Was? Ihr werdet ganz ruhig und lauscht auf meine Stimme. Ich, Wuselgusel, sage euch, was ihr jetzt tut. Ihr nehmt die Computermaus in die Hand. Also, ihr drückt auf den Touchscreen. Oh, meine Güte, egal worauf ihr drückt, teilt das Video.